1994 in Westafrika das erste Mal und habe eigentlich so Trommeln und Tanzen lernen wollen. Und das war so touristisch, dann bin ich auf die Dörfer gegangen und habe mich erstmal so völlig frei da bewegt, bis ich irgendwann mal jemanden da sitzen sah mit dem Instrument. Ich wurde da auch so quasi hingeführt von einem Dorfältesten an dieses Instrument, an diesen Griot, an diesen Musiker, der da sitzt. Und dann kann man sich das vorstellen, solche Engelstöne mitten auf dem Dorf irgendwo, das mich total umgehauen. Die Kora ist ein spirituelles Instrument, das schon sehr lange auch zur Heilung und zum Seelenfrieden der Menschen gespielt wird. Der Dundu öffnet die Menschen, transportiert die Musik bewegt den Dundu. Das ist ein einzigartiges, einmaliges Zusammenspiel. Die Projektionen auf den Dundu sind vielfältig, jeder stellt sich was anderes vor. Dundu macht die Menschen oft auf wie Kinder. Sie erinnern sich an früher, wie die Großen, die Erwachsenen da waren. Und es ist ein ganz großer Genuss in diese Offenheit, die auch der Dundu in den Menschen hervorruft, hineinzuspielen. Da entstehen ganz neue, noch nie dagewesene Momente der Performance-Kunst, die sowas Ursprüngliches haben. In unserer Familie wurde viel musiziert. Meine Eltern spielten Streichinstrumente, meine Geschwister erlernten Streichinstrumente und ich lernte Klavier. So im Alter von 10, 11 kamen die Schallplatten von meiner Tante, Jean-Michel Jarre, The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, Klänge, die mich wegspülten und deren Bombast mich voll ergriffen. An das wunderbare Ensemble von Dundu. Kora in Afrika, man benutzt Kora für die Geschichte zu erzählen. Und Kora-Musik in Dundu, Kora spricht. Kora ist die Stimme von Dundu. Der Blues, der Jazz, die Popmusik von heute ist darauf entwickelt, Westafrika. Wie habt ihr die Verbindung zu Dundu gefunden? Wie habt ihr euch überhaupt gefunden? Dundu kam eines Tages, der Bauer von Dundu, Tobias Husemann, kam eines Tages in mein Atelier, in mein Studio und hatte diesen Wunsch, diese Puppe zu bauen. Und ich hatte den Wunsch, meine Musik hier zu der Puppe zu spielen. Das Licht, was Dundu immer mitbringt in sich,
Was hat das für eine Bedeutung für euch als Künstler? Eine wunderschöne Frage. Vielen Dank. Das Licht, meine Damen und Herren, das Licht, das ist Ihre Zuneigung, Ihre Energie, die in diesem Dundu leuchtet. Es ist schön. Es fühlt sich gut an, sage ich Ihnen. Es wurde erforscht, dass Pflanzen, je nachdem, welcher Musik sie ausgesetzt sind, mehr oder weniger wachsen. Unsere Körper bestehen über 80% aus Wasser. Wasser nimmt bekanntlich sehr stark Schwingung auf. Allem wohnt dieses Gesetz der Frequenz inne. So wird immer deutlicher, dass Klänge und Musik direkt unser Leben und unsere Gesundheit beeinflussen. Ich sehe mich als eine Art europäischer Griot der Moderne, der eine lebensbejahende Zentralaussage statt mit Worten und Tönen mit Bildern und Tönen verschmelzt.